Hallihallo und willkommen zu einer neuen Reaktion auf Kanäle. Schon die zweite Folge. Ich möchte mich bei allen von euch bedanken, die auf meine Videos reagiert haben. Ich möchte auch Danke sagen an die Leute, die schon so lange auf dieses Video gewartet haben und dran geblieben sind. Ihr überschüttet mich teilweise mit Ruhm, wo ich denke, womit habe ich das verdient? Einen großen Dank dafür. Die Links der Videos oder Kanäle, auf die ich reagiere, sind in der Infobox verlinkt. Am Ende des Videos habe ich Aufgaben für euch. Also schaut das Video bis zum Ende. Es sind so viele Kommentare und Anregungen. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich mal was nicht auf die Reihe bekomme. Ich gebe mein Bestes, um euch zu unterhalten. Es steckt super viele Stunden Arbeit in den Videos und deswegen kann mal hier und da ein Fehler passieren. Und wenn ich mal irgendetwas vergesse, seid mir bitte nicht böse. Es ist keine Absicht. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei Connection Plays bedanken. Dank ihm gibt es dieses Format. Grüße gehen raus. Peace. Und herzlich willkommen an alle neuen Zuschauer. Nutzt jetzt die Gelegenheit, ein Abo und eine Glocke dazulassen. Vielleicht geht's nachher nicht. Artikel 13. Und natürlich, um ein Teil der Santiago Z Army zu werden. Ich danke euch und wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Wir kommen jetzt gleich zu einem YouTuber-Freund von mir, der mich in einem Video von ihm sehr hoch gelobt hat. Ich danke dir dafür, dass du so ein Format gemacht hast und das Video ist so geil und so spannend gemacht und mich mit dem Lob überschüttet hast. Dankeschön. Es ist unglaublich, wie er moderiert. Das ist einfach göttlich. Er kann es mir kein zweiter. Also will ich euch nicht auf die Folter spannen. Schaut es euch selber an. Bin ich auch mal wieder Black im Business Kappa. Wir werden heute den besten YouTuber, ich sag gleich, meiner Meinung nach, den besten YouTuber auszeichnen in diesem Video. Diesen YouTuber kenne ich, ihr kennt ihn auch. Und ich habe mir einen rausgesucht, den ich nenne, der Schneidegott. Damit meine ich nicht die Schere, nein, damit meine ich Cutten oder der Cutgott, wie man das auch sehen will. Auf jeden Fall, er ist ein Meister im Schneiden von Videos. Und das ist einfach krass, wie der schneidet. Aber wir wollen natürlich noch nicht spoilern. Geht auf seinen Kanal und lasst ein Abo da. Es lohnt sich sehr. Er macht fast jeden Tag einen Livestream. Ihr werdet es bereuen, wenn ihr es nicht gemacht habt. Denn er wird 2019 die YouTube-Landschaft mit Gillette rasieren. Das verspreche ich euch. Also macht seine 600 Abonnenten voll. Jetzt kommen wir zu einem anderen YouTuber. Er ist einer der ersten Abonnenten auf meinem Kanal. Ich meine, ich hatte noch nicht mal 10 Abonnenten und er hatte mich direkt abonniert. Ich bin so dankbar, dass es ihn gibt. Damals wollte er sogar aufhören, YouTube zu machen und ich habe ihm geraten, es nicht zu tun, weil es sein Traum war. Und das hat man richtig gesehen, dass es sein Traum war, weil er versucht hat, alles zu geben, damit seine Videos irgendwie gut werden. Stellt euch vor, jetzt hat er schon 100 Abonnenten. Und durch mich hat er nicht aufgegeben. Und jetzt gucken wir uns ein Video an, wo er sich für 100 Abonnenten bedankt. Wir haben 101 Abonnent. Oh mein Gott, mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Oh mein Gott, Leute, geil, 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 geil. Oh mein Gott. What the fuck, Alter, richtig geil. Alter, ihr seid die Besten, Leute. Digga, dafür gibt's Gewinnspiel, Leute. No joke, dafür gibt's Gewinnspiel, ihr seid die Besten. Leute, danke, danke. Euer ganzer vom YouTube. Das ist richtig nice, danke. Also Leute, geht auf seinen Kanal und macht mir noch eine größere Freude mit 200 Abonnenten oder mehr. Weiter geht es mit einem YouTuber namens Tobi Gaming. Er hat auf ein Video von mir reagiert, wo ich mit It's Aim 297 ein Rennen geliefert habe. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Aber erstmal bleibt hier und guckt euch dieses Video an. Danach könnt ihr machen, was ihr wollt. Gerne auf Toilette gehen. Ja. Tobi Gaming schreibt, ich reagiere gleich auf dich. Nichts lieber als das. Er hat auf mich reagiert, wo ich 1555 Abonnenten hatte. Yo, droppt ihn auf jeden Fall ein Abo. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr ihn abonniert. Er ist ein richtig, danke. Wie soll ich das sagen, richtiger Ehrenmann. Abonniert ihn einfach mal. So, was können wir denn mal gucken? TikTok. Ich reagiere auf TikTok. Ach, ich gucke jetzt einfach mal das. Brr. Ich habe vergessen zu liken und in die Kommentare zu schreiben. Luke Magic war auch da. Ach, Digga. Oh, immer wenn ich irgendwie ein Video hoch... Oh, da habe ich ihn gegrüßt. Und jetzt gucken wir seine Reaktion an. Alles klar. Da bin ich ja, lel. Ja. Guck, ich habe mir gesagt, ich war da irgendwie richtig gehypt. Ich bin einfach nur aufgesprungen, weil irgendwie übelst gehypt. Ja, genau so. Dass ich gegrüßt wurde. Auf jeden Fall, danke.
Bitte. Wir springen mal zum Ende des Videos. Danke, abonniert ihn. Danke, dass du nochmal gesagt hast, dass sie mich abonnieren sollen. Danke, 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 danke. Lasst ihm auf jeden Fall auch ein Abo da. Ich glaube, darüber würde er sich auch sehr dolle freuen. Jetzt kommt es zu einem YouTuber, Freund, mit dem ich sehr gut befreundet bin. Ich habe auch schon 3 Videos mit ihm auf meinem Kanal hochgeladen. Und die sind sehr witzig. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Aber bleibt immer noch bei diesem Video. Sein Kanal heißt Herr Tomatenschädel. Er lädt lustige Fortnite-Videos und vorzügliche Hintergrundsounds für mich hoch, damit ich meine Videos mit Klang untermalen kann. Grüße gehen raus. Er hat in die Kommentare geschrieben, kannst du mal bitte auf mich reagieren? Ich so, natürlich. Jo, was geht? Die Tomate ist ja mal am Start. Ja, heute reagieren wir auf ein Video von SantiBZ. Ja, das sieht aus wie mein Klassenkameraden bei der Nicht-Lachen-Challenge. Was können wir uns heute nur anschauen? Hier, da habe ich auch mitgemacht. Ich kann nicht losgehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Komm auf 40 Likes. Dann würde Lars und mich doch wohl sehr freuen, oder? Ja. Ich auch, Leute. Abonniert Santibos. Abonniert Tomatenschädel. Bis der Abo-Button Bang macht. Bis der Abo-Button Bang macht. So müsst ihr das machen. So müsst ihr das machen. Jetzt kommt ein YouTuber vor allem. YouTuber von feinster Sahne. Ich werde auf Teile des Videos reagieren. Aber dieses Video empfehle ich wirklich. Besucht den Kanal und schaut euch das Video an. Das wäre echt cool. Er hat geschrieben, habe auf das Video reagiert. Sein Kanal heißt FCCHTV. So, und da sind wir. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf. Ich werde heute auf einen YouTuber reagieren, mit dem wir persönlich befreundet sind. Und zwar mit einer Reaktion auf SantiBOZ oder SantiBoss. Danke! Er hat auf mich reagiert, wo ich 1459 Abonnenten hatte. 50 Abonnenten Unterschied. Wäre cool, wenn du auch mal auf uns reagieren könntest. Ich glaube, ich werde es versuchen. Ich tue es zwar gerade nicht, aber auch egal. Abonniert ihn! Video von seinem Geburtstag. Und. Ja, da habe ich Geburtstag gehabt. Ne? Hallo, Leute. Dieser Scheißwecker, der ging mir auf den Sack. Alter, ich wollte. It's just a prank, ich war schon wach. Wie er sich gerade so denkt, ne? Der hat doch einen Pulli an, der Junge. Schaut euch das Video an, es ist auf jeden Fall sehr geil. Großes Lob an dich. Danke für die Reaktion. Und jetzt kommen wir zu einem anderen YouTuber. Zone, Flucht vor der Zone. Zwischendurch mal pumpen und dann mal wieder kacken. Jetzt gehen wir mal wieder zu einem coolen YouTuber, der sich Digo Zone nennt. Ich mag die Musik am Anfang. Und willkommen zu einem neuen Video. Hi. Jetzt kommt die zweite Folge, die erste. Ich habe mir beide angesehen. I know, aber ich spoiler nicht. In jedem seiner Teile reagiert er, glaube ich, immer auf einen YouTuber. Und ich bin jetzt halt einfach an zweiter Stelle und... Aber es ist Santi und nicht Shanti. Danke! Einer, der es mal verstanden hat. Meine damalige Religionslehrerin hat mich Xanti genannt. Mit X dazwischen. Okay, eigentlich ist er nicht der Einzige, der es verstanden hat, aber egal. Zum Beispiel meine Eltern haben es verstanden. Die haben mich eigentlich auch so genannt, aber egal. Auf jeden Fall möchte ich mich an dieser Stelle nochmal bedanken, dass er eine Reaktion gemacht hat. Aber jetzt machen wir erstmal wieder mit der Reaktion weiter, ne? Ach, das Video, das ist auch cool. 150 Winterklamotten kaufen in Hannover City. Also er gibt sich schon erstmal Mühe mit dem Schneiden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst bitte ein Like und ein Abo da und wir sehen uns heute. Genau, lasst ihn ein Abo da. Und jetzt kommt mein neuer YouTuber-Freund. Er heißt André Adrian Beats. Er hat eine Homepage erstellt, wo er mich erwähnt hat und verlinkt hat. Die Seite schauen wir uns mal kurz an. Da sind wir auch schon. Hier ist Andrea Beats. Geht einfach auf die Seite, schaut sie euch einfach an. Er hat die Website auf seinem YouTube-Kanal verlinkt. Das ist, glaube ich, das erste Video. Und dann müsst ihr einfach nur draufklicken, in der Infobox vorbeischauen. Und dann steht da meine Website. Zuschauer, die seit dem Anfang dabei sind. Danke an die Ersten. SantiBOZ, danke für dein Abo. Ich finde es echt cool, mit einem Video Kontakt zu haben. Du hast schon die 1500k geknackt. Und kannst es noch ganz nach oben schaffen. Danke, SantiBOZ. Danke auch nochmal an dich, Adrian. Jetzt kommen wir zum anderen YouTuber. Easy Igel schreibt, ich habe Depression. Santi, reagierst du jetzt auf ein Prank-Video? Ja oder nein? Schauen wir uns mal an. Sorry, Bro, aber du hast alle deine Videos gelöscht, also kann ich nichts machen gegen das, was du gemacht hast. Ich hätte jetzt gerne darauf reagiert, aber keine Videos vorhanden. Tut mir leid.
Geht das nicht. Titus77XD Lynx hat ein Fanart für Mindmaker und für mich gemalt. Und das gucken wir uns jetzt an. Ja, da sind wir zwei. Kann ich mich noch erinnern, das war im Stream. Da hat er oder sie das einfach gemalt für uns. Einfach so währenddessen. Und dann haben wir geguckt, so Mindmaker gesagt, ja, kannst gern machen. Ja, mögt ihr Hunde oder Katzen? Ja, Hunde ist uns lieber, haben wir gesagt. Dann hat sie auf einmal so er oder sie, Santi, wir wissen es nicht, ob es eine er oder eine sie ist, hat auf jeden Fall das dann einfach so mitten im Stream gemalt. Und hat der Mindmaker zu mir gesagt, ja, schau mal vorbei, was der da gemacht hat. Und ich so, ja, oh! Ist ja ganz süß. Und nochmal ein fettes Lob an dich. Und nochmal ein fettes Dankeschön. Und jetzt möchte ich das Video beenden. Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video ein Like da. Wenn die 40 Likes voll sind, dann kommt noch eine Folge. Teilt das Video mit euren Freunden. Ihr würdet mich damit super unterstützen. Und wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann abonniert mich. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Wenn ihr irgendeine Videoidee habt, dann schreibt sie unten in die Kommentare.